Kein Intro, kein gar nichts. Wir fangen einfach an. Einfach direkt starten. Aber wir sind ja bei Intro hier. Drake kenne ich, finde ich scheiße, grundsätzlich. Und genauso scheiße finde ich sein neues Mixtape. Es geht ja hier um persönliche Meinungen, es geht ja nur um Einschätzungen von Dingen. Ich mag den Sound nicht, ich mag nicht, wie er rappt. Ist einfach nicht mein Style. Ich mag die Geschichten nicht, die er erzählt. Das ist ja irgend so ein Vorab-Album oder ein Mixtape oder niemand weiß, was es ist. Und sich dahinter zu verstecken, das ist halt nicht so richtig nur was Kleines ist und nur der Auftakt zu einem Album oder vielleicht nicht der Auftakt oder niemand weiß es, führt hier nicht dazu, dass es irgendwie besser wird. Ich gebe diesem Album 2 Punkte. Also wenn ich es jetzt hier so hören würde und beurteilen müsste für die Musik, würde ich dem 0 Punkte geben. Es ist unfassbar scheiße, finde. Es ist weder witzig noch irgendwas anders. Wahrscheinlich wird es aber mit einer visuellen Ebene, wenn man den sieht und wenn man sieht, was er so macht. Und es könnte ein Gesamtact werden, ähnlich wie MC Fitti oder sowas. Der kann ja auch nicht wirklich rappen oder ist nicht wirklich ein Musiker. Ist aber voll geil, wenn man da so beim Konzert ist oder wenn man ihn sieht und die visuelle Ebene dabei ist. Da würde ich mich drauf freuen, die visuelle Ebene zu sehen, die ich bisher noch nicht gesehen habe. Dann könnte daraus vielleicht ein interessantes Ding werden. Ich verstehe es einfach auch tatsächlich nicht und gebe dem solide 0 Punkte. Bin ich super, sehr gut. Ich bin so der Beethoven-Mensch, der nur ganz simple Harmonien versteht und das ist daher wunderbar gegeben und deswegen mag ich sowas auch. Sowas wie Björk versteht mein dummes Hirn, glaube ich, einfach nicht. Dementsprechend mag ich sowas sehr viel mehr und würde ich mir gerne live angucken, glaube ich. Also bestimmt abreißen und gut sind und Schwachsinn machen können. 8 Punkte. Mein Lieblingslied auf der Madonna-Platte. Das ist natürlich alles drin, was ein Popsong aktuell braucht. Das ist einfach ein perfekt gekochtes Rezept sozusagen. Es ist so ein bisschen wie Nena, wie so eine Milf, die auf die Party kommt und noch mitfeiern will. Ich finde es ganz lustig, ich finde es ein gutes Album. Ich mag sie sehr, ich finde Diplo gut. Ich meine, da ist Nas mit drauf als Feature und feiere ich auf jeden Fall ab, finde ich gut. Das ist ein sehr, sehr gutes Album. Mag ich. 8 Punkte. MILFs sind was Schönes und Madonna ist die Königin der MILFs. Kann ich als Studienabbrecher und Muttis Liebling noch irgendwie verhindern, dass dieser pompöse Dung auf die 1 geht? Ich sag's mal realistisch, nein.